Der Club will nach der Pause da weitermachen, wo er aufgehört hat. Der Start ordentlich, Nürnberg noch ungeschlagen. Was Leute im Umfeld wollen und dass sie auch Euphorie wollen und sehen, gerne, von mir aus gerne. Auch wenn einige Spieler euphorisch sind, wenn sie zur richtigen Zeit realistisch sind und weiter bodenständig bleiben und arbeiten, alles gut, jeder darf träumen. Aber ich bin ein ganz, ganz klarer Realist und mir geht es darum, die Gruppe, die Mannschaft zu entwickeln und mitzuhelfen, den Verein weiterzuentwickeln. Und da ist jetzt der nächste Schritt angesagt. Und der nächste Schritt kann halt nicht sein, von Platz 11 vom Europapokal zu träumen. Der Trainer tritt auf die Euphoriebremse und bleibt realistisch. Alles nur eine schöne Momentaufnahme. Wir haben 5 Spiele in der Liga gespielt. Wir haben da gepunktet. Wir haben 3 Unentschieden, 2 Siege. Wir sind im Pokal weiter. Das ist gut. Aber da ist noch definitiv Luft nach oben. Wir fahren schon mit einem Selbstbewusstsein nach Regensburg, in dem Wissen, dass dort ein sehr starker Gegner auf uns wartet. Wir wissen, dass wir bis jetzt in jedem Spiel in der Lage waren, dreifach zu punkten. Wir haben es 2-mal geschafft, 3-mal nicht. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten es 1 oder 2-mal mehr noch geschafft. Das haben wir nicht geschafft. Deswegen haben wir dort noch Luft nach oben. Der Club muss sich steigern. Helfen sollen dabei die Nationalspieler. Müller, Deli, Kraus und Schuranov waren unterwegs und erfolgreich. Finde ich gut, dass sie damit zum Lächeln zurückkommen. Und man hat es auch jetzt auf dem Platz gesehen, dass sie dann einfach direkt auch das mitgenommen haben. Sie waren auch beide ja vorher in einer guten Verfassung. In dem Spiel gegen Karlsruhe haben sie beide auch eine gute Leistung gebracht. Deswegen hat sich das nahtlos eingefügt. Auch der Mats ist mit einem Lächeln aus Norwegen zurückgekommen. Die haben 7 Punkte geholt und er hatte eine gute Stimmung in der Gruppe. Deswegen, wenn es so läuft, die Spieler zurückkommen, ohne Verletzungen, mit positiven Erlebnissen und Ergebnissen, dann sind Länderspielpausen immer gut. Jetzt gilt der Fokus Regensburg, am Sonntag Topspiel beim Tabellenersten. Sie stehen zu Recht da vorne, sie haben die Ergebnisse so eingefahren in den Spielen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach auch in Regensburg aktuell einen Verlauf oder Lohn der Arbeit ist, die sie in den letzten Jahren schon gemacht haben und gar nicht mehr so sehr von dieser Saison, sondern einfach, dass sie kontinuierlich an sich gearbeitet haben und dort auch immer wieder auch gute Entscheidungen treffen und das zeigt sich jetzt. Trotzdem ist Regensburg zu knacken. Der Clubfahrplan? Wir brauchen auch schon eine gewisse Ruhe und Ballsicherheit. Wir brauchen einen kühlen Kopf, um Entscheidungen zu treffen. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur von Umschaltmoment zu Umschaltmoment hasten, sondern es geht einfach darum, dann auch immer wieder abzuwägen, wann können wir selber aufs Tempo gehen, wann nehmen wir das Tempo der Regensburger raus und wann gehen wir es mal komplett mit und bieten dort Paroli. Und darum wird es gehen in diesem Spiel. Der Sport in Franken wurde Ihnen präsentiert von Norbert Schaller Immobilien. Wir kümmern uns auch um Erbengemeinschaften. Schaller Immobilien, das Original.